Es war ein harter und sehr langer Kampf. Im Herbst 2018 entwickelten Verkehrswende-Initiativen in Gießen den Verkehrswendeplan unter dem Slogan Gießen autofrei. Vorgeschlagen wurde ein Konzept, bei dem der Autoverkehr erheblich zurückgedrängt wurde und viel Platz für Fußgängerinnen, Barrierefreiheit, Fahrradfahrerinnen und eine Straßenbahn geschaffen würde. Seit diesem Zeitpunkt gab es eine Menge von Aktionen, die für diese Fahrradstraßen und für einen besseren ÖPNV und mehr Platz für Fußgängerinnen warben, bis dann im Jahr 2020 die Überlegung sich durchsetzte, mal bei einer sehr wichtigen Fahrradstraße einen Schwerpunkt zu setzen. Es war der Anlagenring, eine Straße rund um die Innenstadt, auf der bislang vor allen Dingen nur Autos fahren konnten. Für Fahrradfahrer war das lebensgefährlich. Und diese mehrspurige, 4- bis 8-spurige Straße trennte die Innenstadt von dem Außenbezirken, ein typisches Symbol für die autogerecht geplante Stadt Gießen. Dieser Anlagenring sollte in Zukunft gerecht aufgeteilt werden. Die Hälfte den Autos, die andere Hälfte für Busse und Fahrradfahrende. Doch das war den Gegnern schon viel zu viel und so setzte es eine erhebliche politische Auseinandersetzung, in deren Kern am Ende ein Bürgerinnenantrag stand. Das heißt, es waren die Bürgerinnen der Stadt selber, die diese Umwandlung forderten, erfolgreich im Stadtparlament einbrachten. Es wurde beschlossen. Danach folgte eine Kommunalwahl, deren Wahlkampfthema einzig und allein dieser Anlagenring war, bekämpft von den konservativen Parteien, die den Untergang Gießens heraufbeschworen, und verteidigt von den anderen Parteien, die mit diesem Programm, also die Position pro Fahrradstraße auf dem Anlagenring, sehr deutlich gewannen. Man kann sich kaum ein Projekt vorstellen, welches besser demokratisch legitimiert wurde. Danach kam zwar erst eine Phase, in der wenig passierte und wieder mit Aktionen nachgeholfen wurde, aber dann plante die Stadt genau dieses Projekt. Und es machte das sehr sorgfältig, mit sehr viel Öffentlichkeitsbeteiligung und begann dann im Juni 2023 mit der Umsetzung. Nach wenigen Tagen schon war das erste Stück, die Ostanlage, für Fahrradfahrende zu nutzen. Ein wunderbares Gefühl. Doch die Automafia drehte durch. Im Stil der AfD und einer peinlich populistischen Partei organisierte die CDU den Widerstand, unterstützt von einigen anderen, darunter auch einem ehemaligen Stadtplaner, der offensichtlich verärgert war, dass seine schöne autogerechte Stadt jetzt umgestaltet werden sollte, und von allerhand Populisten, die meinten, die Zukunft Gießens hänge davon ab, dass man überall weiter Auto fahren könne. Parkplätze, Straßen und so weiter sollten alle erhalten bleiben, und das noch mit so albernen Argumenten wie einer Leichtigkeit des Verkehrs, wie einer besseren Erreichbarkeit der Innenstadt, und gemeint war immer nur mit Autos. Ein Blick in die Nachbarstadt Wetzlar, die auf diese Veränderung in Gießen so reagierte, dass sie die Autos noch mehr in die Innenstadt hineinlockte, zum Beispiel durch den Wegfall von Parkgebühren, zeigt sehr gut, dieses Konzept führt dazu, dass die Innenstadt nur noch aus Blechlawinen besteht. Gießen hat innenstadtnah extrem viele Parkhäuser mit sehr, sehr vielen Stellplätzen, und die Menschen werden in Zukunft halt, wenn sie unbedingt mit dem Auto fahren und das Klima weiter zerstören und andere Menschen gefährden wollen, in diese Parkhäuser fahren müssen und dann ein paar Meter zu Fuß gehen. Aber das durch eine Stadt ohne Verkehrslärm und ohne Blechlawinen. Das jedenfalls wäre das Ziel. Aber plötzlich gab es ganz viel Gegenwind mit juristischen Tricks und einem Verwaltungsgericht Gießen, was offensichtlich auch lieber Autos mag als Menschen, sollte der Versuch gestoppt werden. Tatsächlich erklärte das Verwaltungsgericht die Fahrradstraße auf dem Anlagenring für rechtswidrig. Die Autofans jubelten, aber die, die eine menschliche und lebenswerte Stadt haben wollten, kamen auch sehr schnell in die Aktion. Noch am gleichen Tag eine Critical Mass in der Stadt mit über 100 Teilnehmerinnen und dann am 14.07. eine spektakuläre Aktion über der A485 und einen Tag später eine große Raddemo quer durch die Stadt, auch über den Anlagenring, aber mit dem Schwerpunkt: Der Anlagenring ist nicht genug, wir brauchen viel mehr für eine Verkehrswende. Und davon jetzt einige Eindrücke. Thank you.
Stellt euch vor, hier wären keine Autos. Wie schön wäre das?